Die Sommerausstellung 2017 in der Handwerksform Hannover zeigt handgemachte Unikate und Kleinserien aus verschiedenen Werkbereichen. Lauter schöne Dinge, die man für den Sommer in der Stadt gut gebrauchen kann. 44 angewandte Künstlerinnen und Künstler sind in der Schau vertreten. Wandbeete heißen die keramischen Pflanzgefäße, die Christel Hoff und Anja Schubert zur Ausstellung beisteuern. Die Keramik selbst ist im Gießverfahren hergestellt, die Form ist seriell und reproduzierbar. Aber das Dekor ist individuell gestaltet. Wer nicht nur einen kleinen Balkon sein eigen nennt, sondern einen großen Garten zur Verfügung hat, der wird vielleicht gefallen an einem plätschernden Brunnen oder einer Bank aus Stein aus der Werkstatt von Uwe Spiekermann finden. Erfrischend bunt sind die Schmuckkreationen von Serum Kong. Die in Seoul geborene Schmuckdesignerin kombiniert verschiedenste Materialien miteinander. Die Hauptzutat ist aber immer Reis. Für Motorradfahrer hat Kerstin Klocko eine eigene Objektlinie entwickelt, bei der ausgediente Feuerwehrschläuche ein zweites Leben bekommen. Sommerlich leichte Kleidung ist in der Ausstellung ebenso vertreten wie Hüte und Kappen, die auch bestens für Cabrio-Ausfahrten geeignet sind. Wenn der Sommertag allmählich in die Nacht übergeht, dann tun die Feuerkörbe von Peter Schmitz ihre Wirkung und bringen Licht ins Dunkel. Zu guter Letzt stilvoll picknicken lässt sich mit der Gemeinschaftsarbeit von Martina Sigmund-Servetti, Monika Nickel, Konstanze Fesenfeld und Sibylle Weber. Schicknick heißt der Picknickkorb für 4 Personen.